Bei uns am Telefon Stephanie Schöffmann, die Erfinderin der weltbekannten fast schon T-Shirts, zu Gast bei Verlierern. Stephanie, wie bist du auf die Idee gekommen, solche T-Shirts zu designen? Ja, ich lebe in Wien und da kommt man um die Fanmeile nicht herum. Nur als Nicht-Fan nicht ganz so spaßig. Deswegen war die Idee, wie kann ich irgendwie was machen, damit eben Leute wie ich, die nicht zum Fußball stehen, trotzdem feiern können auf der Fanmeile etc. Und wie sind die Resonanzen auf diese T-Shirts? Ja, eigentlich durchwegs positiv. Es gibt natürlich auch ein paar negative Stimmen. Anscheinend habe ich da auch in ein Nest gestochen. Natürlich Fußballfans fühlen sich ein bisschen persönlich gegriffen. Manche anscheinend jetzt auch mit dem Tourismus. Aber es soll eigentlich einfach aus Humor und Spaß sein und niemanden persönlich angreifen. Schon gar nicht die Fußballer, die machen einen super Job. Also nicht zu ernst nehmen. Aber Drohungen hat es noch keine gegeben, oder? Naja, es gab in einem Forum einmal, weiß wer wo sie wohnt, so jemand gehört auf den Scheiterhaufen und drunter meine Adresse, das war dann nicht ganz so lustig. Aber Drohungen gab es sonst noch keine, nein. Es gibt auch Anfragen aus der Schweiz, dass du vielleicht eine Special Edition für die Schweiz produzierst. Ja, den Schweizern gefällt es sehr gut. Die teilen anscheinend meinen Humor mehr im Moment als die Vorarlberger. Die sind begeistert und nicht nur einer, sondern einige Anfragen kamen eben, wann kommt die Schweizer Edition des Leiberls und ja, es gab auch einige Medienberichte in der Schweiz, Radiointerviews und Zeitungsberichte, denen hat es sehr gefallen. Mhm. Und gibt es denn eine Schweizer Edition? Ist die in Arbeit? Nein, also im Prinzip trifft der Slogan und die Farben trifft auch für die Schweiz zu. Es gibt eine Variante im Hinterkopf, nur zuerst kommen jetzt noch ein paar andere Sachen für die Österreicher, da ich doch zuerst den Österreichern, die Österreicher bedienen möchte. Mhm. Die Eidgenossen hätten wahrscheinlich gern ein Kreuz irgendwo drauf. Ja, eben. Es gibt schon eine Kreuzer-Variante und wahrscheinlich demnächst nach der Kollektionserweiterung, die jetzt dann in 2-3 Wochen sein wird, wird dann auch irgendwann eine Special Edition für die Schweizer kommen. Was gibt's denn alles bei dir? Ja, es gibt von klassischen Leiberln und Jacken bis zu Taschen und Unterhosen gibt es auch. Mhm. Fesche Feinripp-Unterhosen. Die, vor allem die Frauen stehen da drauf. Also jetzt nicht auf die Männerunterhose, sondern auf die Frauenunterhose. Der geheime Favorit. Sind auch fair gehandelt und haben eine extrem angenehme Passform. Kann ich nur selber bestätigen. Sehr gut. Und du hast gesagt, es gibt eine Kollektionserweiterung. Was kommt noch? Es wird Spaghetti-Leiber geben und Tanktops für die Mädels und Burschen. Und dann gibt's noch eine kleinere Tasche und für die Nächte dann, damit man sich nicht noch Jacken mitnehmen muss. Andere gibt's noch so Kapuzenjäckchen mit Taschen auch. Und 2-3 kleinere Sachen, aber das verrate ich noch nicht, weil es nämlich noch nicht ganz sicher ist. Es entscheidet sich gerade die Woche.